Hallo Leute und willkommen ja heute mal zu einem anderen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute mache ich mal eine Reaction auf ein eigenes Video von mir. Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen. Und ja, ich habe gedacht, warum mache ich es nicht? Warum soll ich es nicht machen? Und ja, meine Facecam ist heute oben rechts auf dem Bildschirm, da das Video in dem Video ja auch meine Facecam drin ist und die halt oben links ist, sonst würden die sich überlappen. Deswegen wundert euch nicht. Und ja genau, jetzt würde ich sagen, labere ich gar nicht so viel rum. Was ich noch sagen wollte, dass das mir, wie gesagt, jemand in die Kommentare geschrieben hat, dass ich auf ein Video reagieren soll von mir selber, wo ich das allererste Mal irgendein Spiel gespielt habe. Und ja, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ist es jetzt in dem Fall meine erste Runde Fortnite. Und ja, ich würde sagen, jetzt viel Spaß und let's go. So, mein Intro, wer kennt's nicht? Hallo Leute und willkommen zu dieser Runde. Ja, heute mal ein anderes Spiel, nämlich Fortnite. Ja, meine Freunde bzw. Klassenkameraden bzw. auch ich immer mit meinem beziehungsweise Zuschauer und jetzt geht gleich mal mein Pop-up runter, perfekt. Und andere ja, Zuschauer, Abonnenten und sonst wie haben das gefordert. Und ja, heute ist es endlich soweit. Ich spiele das wirklich zum allerersten Mal. Ich bin nur einmal in diesem Hauptmenü hier drin gewesen. Ja, und mir haben das auch echt viele vorgeschlagen, Fortnite. Also meine, wie gesagt, meine Freunde, Zuschauer, zumindest in den Kommentaren stand es drin. Und noch viele weitere. Und deswegen, ja, habe ich das halt dann auch gemacht, sogar zwei Runden. Auch noch einen zweiten Teil, nämlich mit Julius zusammen. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und ja, weiter. Wo ich es installiert habe und dann bin ich rausgegangen. Also ich habe noch nicht einmal mit Maus und Tastatur jemals Fortnite gespielt und ich habe insgesamt auch noch nie Fortnite gespielt. Ich heiße in dem Spiel Agel 1, weil Agel schon vergeben. Das war auch richtig witzig, dass Agel, also der Name von mir, ich wollte halt das so eingeben und dann kommt so, ja, schon vergeben. Ich dachte mir so, als ob es mich in dem Spiel schon gibt, aber ja, perfekt. War keine Ahnung warum und ja, es sieht jetzt hier irgendwie aus Battle. Da Freude. Keine Ahnung, ich glaube, wir gehen jetzt einfach hier auf Starten. Wenn ich Fehler mache, entschuldigt es, Leute, weil ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit Fortnite. Und ich werde wahrscheinlich jetzt direkt beim ersten Gegner komplett verkacken, aber ja, das ist vielleicht spaßig zu sich schon, nicht komplett hier verkacken im Spiel, aber ja, keine Ahnung, ich spiele es jetzt auf jeden Fall mal. Und ich bin ja gespannt, bis man das geladen ist. Warten auf weitere Spieler. Das buggt hier auch der. Ach ja, und wundert euch nicht unbedingt wegen der bisschen schlechteren Qualität. Erstens habe ich das gedownloadet, da das wegen am Internet funktioniert und nicht einfach irgendwie so ein Stotterer oder halt so drin hat. Und zweitens, da meine OBS-Einstellungen, ich nehme ja mein OBS auf, nicht so sonderlich gut waren, da das Ding ist, dass ich mich noch nicht so gut auskannte und deswegen die Aufnahmeeinstellungen halt ein bisschen schlecht waren. Und ich glaube auf Maximum das Ganze hier 720 Pixel hat und jetzt glaube vielleicht 700 oder so, weil ja, das halt beim Download ein bisschen was verliert und halt zusätzlich nicht so gut war. Und ja, deswegen. Dezent. Ich weiß nicht, wie man wechselt, ne? Scheiße, wie wechselt man Waffen? Ich hab keine Alter, ist das laut. Ich kenn mich halt gar nicht aus. Junge, ist das laut. Na, da hab ich's nochmal hingeschrieben. Leertaste. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter raus, weil Mitte ist. Okay, weil Mitte, ich glaube, immer irgendwie so ein bisschen von den beiden Pros und so und deswegen. Da habe ich es auch gar nicht gecheckt. Gibt es hier irgendeine Tasche oder so? Machen wir es einfach so. Ich bewege mich hier richtig scheiße. Ah, da läuft einer auf, den habe ich keinen Bock. Ich gehe mal hier raus. Irgendwie hat das gerade übelst gelaggt. Ich hoffe, das ist jetzt hier im Game nicht so. Also am Computer kann es auf jeden Fall nicht liegen. Also ich glaube, eine 3080 Ti packt es. Ah ja, und genau das wollte ich auch noch kurz ansprechen, das Thema. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen neuen Gaming-PC. Auch selber gebaut. Und falls es den einen oder anderen interessiert, was das so alles drin ist, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das machen möchte. Aber mir ich so jetzt gedacht habe, ja, interessiert das überhaupt jemanden? Und ich will jetzt natürlich auch nicht überheblich oder so sein, weil, ja, als kleiner YouTuber und so ist es sowieso behindert.
Und deswegen, also falls jemand interessiert, schreibt natürlich gerne in die Kommentare, dann kann ich mal ein Short oder ein kleines Video drüber machen und euch mal erzählen, was so alles drin ist, aber wirklich nur die, wo es interessiert. Und wenn es niemand interessiert, dann würde ich kein Video machen, weil, wie gesagt, das, ja, wenn es niemand interessiert, bringt es ja eigentlich nichts. Hallo, kannst du bitte runter? Ich, Leute, ich kann es überhaupt nicht, das Game. Verzeiht mir das. Das muss ich. F kann man, glaube ich, wechseln. Und ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel ja auch wirklich zum allerersten Mal. Also, ich habe ja noch nie Vorahnung. Ich habe es mal bei einem Freund angeguckt, damit ich ja nicht komplett behindert dastehe und wenigstens weiß grob, wie es so abläuft. Aber ich weiß halt nicht, wie man steuert. Und ja, wie gesagt, ich habe es halt noch nie selber gespielt. Und erschrecklich auf Maus und Tastatur. Und ja, genau. Deswegen war ich doch ein bisschen behindert oder so. Ja. Mach mir einfach das Ding mal auf. F. Nee, Taste 1. Okay. Okay. Oh, Leute, ich hab so Schiss vor dem ersten Gegner. Ich werde direkt gleich so hops genommen. Ich sehe es doch schon kommen. Ach, Mann. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das ganze Zeug irgendwie gut ist oder so, aber. Nee. Junge, ich verreck wahrscheinlich schon an diesem Sturm da. Also, mir hat man gesagt, man muss da auf jeden Fall immer rauslaufen. Haben wir sonst irgendwie Damage oder so bekommen? Ich hab so Schiss, da rauszulaufen, Leute. Oh, da. Ich wusste auch ein bisschen grob, welche Waffen so gut sind. Ich weiß es jetzt immer noch nicht gescheit, aber ich glaube, irgendwie grau ist am schlechtesten. Dann kommt, glaube ich, grün, dann blau. Dann, ich glaube, lila und dann Gold. Aber entschuldige, ich weiß es auch nicht mehr auswendig und da wusste ich es auch nicht genau, aber ich wusste es grob. Da fightet jemand. Ist das eine, das ist ein Bot, glaube ich. Sieht man mich in diesem Busch? Soll ich den abknallen da unten? Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Leute, ich bin so schlecht, ich weiß. Und dann habe ich einfach als Anfänger komplett übelst krank einen Kill gemacht. Ich habe einfach einen Kill gemacht. Das war ein Erfolgserlebnis, muss ich schon sagen. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefühlt, dass ich überhaupt einen Kill gemacht habe. Ich dachte so beim vorm Aufnehmen schon so, ja, das wird entspannt. Ich direkt so beim Landen wahrscheinlich schon irgendwie sterben oder so. Und dann direkt kommt einer um die Ecke, ein Headshot mit Pumpgun oder so. Und dann bin ich schon weg. Aber dann habe ich tatsächlich noch einen Kill gemacht. Oh mein Gott. Und ich habe es halt einfach nicht glauben können, dass ich einfach einen Kill gemacht habe. Das war sehr entspannt. Ich habe einfach einen Kill gemacht. Das ist nicht wahr, oder? Leute, ich habe einen Kill gemacht. Ihr wisst gar nicht, wie besonders es gerade für mich ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich beim nächsten direkt weggeholt. Aber ich habe einfach einen Kill gemacht. Alter, oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie man baut, aber das ist mir gerade im Moment eigentlich relativ egal, weil das muss ich jetzt noch nicht checken. Ich will erstmal die Grundsteuerung irgendwie checken. So rennt man auf jeden Fall. Nice. Ich nehme das einfach jetzt mal alles mit. Oh, geile Sniper, glaube ich. Ich habe einfach einen Kill gemacht, Leute. Ich habe einfach einen Kill gemacht. Ich glaub's nicht. Ich habe es mal bei meinem Freund gesehen. Wundert euch nicht, deswegen kenne ich mich ein kleines bisschen aus. Aber wirklich, sonst gespielt habe ich es noch nie. Tötet er mich? Greift er mich an? Ich hoffe nicht. Doch, er tötet mich. Doch, er greift mich an. Verpiss dich, Hilfe! Bitte greif mich nicht an. Doch, er greift an. Er greift mich an. Hilfe. Ah, das kann man so essen. Ich gehe mal wieder auf Waffe. Aber ich glaube, die andere ist besser, die hier. Oder ne, grüne ist besser. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal wieder. Ich habe Angst vor diesem Sturm. Ich laufe gerade einfach weg. Wie man es wahrscheinlich merken kann. Ja, da ist dieses Auge des Sturms schon. Oh, ich hasse es. Ich weiß nicht, was besser ist. Grün, blau. Also ich fand die jetzt auf jeden Fall ganz geil.
Ist die gut, Leute? Soll ich die nehmen? Schwere Scharfschützengewehr. Ich nehme mal das stattdessen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war oder nicht, aber wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Oh, ich glaube, da kann man so Schild machen. Glaube ich und hoffe ich. Ja, genau. Ich nehme wieder. Ich habe die Truhe da einfach gar nicht gesehen, da drin, wo da jetzt links war. Das war auch auf jeden Fall entspannt. Da wäre bestimmt auch noch Loot rausgekommen. Die Waffe, weil mit der war ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Perfekt. Ich hab viel gemacht. Leute, da stand links auch noch mal eine Chest, auch nicht gesehen. Ich war so konzentriert, von diesem Sturm da wegzulaufen. Die Aufnahme läuft, das wäre jetzt richtig scheiße. Ja, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Das ist mir übrigens auch schon öfter passiert, dass ich so eigentlich angefangen habe aufzunehmen. Und dann so mitten im Game, das war mir bei Bimenchi schon mal passiert, da war so eine kranke Szene eigentlich. Da bin ich mit dem Auto auch so übelst krank gut gefahren. Und natürlich muss es sein, dass der nicht aufgenommen hat hier. Und das hat mich auch ein bisschen abgefuckt. Ich weiß, dass ich komplett scheiße bin, das gebe ich auch zu. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Das gebe ich auch zu, aber ja, fürs erste Mal schaue ich gerade einfach nur, dass ich das irgendwie hier hinbekomme. Ohne direkt zu verkacken. Es lag gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Also an meinem Computer dürfte es eigentlich nicht liegen. Scheiße, die machen einfach auf. Fuck. Aber ich habe, glaube ich, so noch Fleisch. Das hielt mich, glaube ich, oder? Leute, hielt es mich? Oha, ja, das hielt mich. Okay. Sonst habe ich wieder mehr Leben. Ich möchte es nochmal sagen, Leute. Schreibt nicht in die Kommentare, bitte. Junge, wie lost bist du oder so. Ich spiele das wirklich zum ersten Mal. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt. Das könnt ihr euch vielleicht mit der Zeit auch abfucken, aber... Junge, ich komme die ganze Zeit aus Versehen auf die Maustaste. Zelt, weiß nicht, ob das wichtig ist. Wie duckt man sich? Steuerung? Oha, wie ich das Spiel schon gespielt hätte. Und ab dem Punkt kommt ja die Zone und das habe ich halt überhaupt nicht gecheckt, dass die kommt und das war auch witzig. Bringt das was? Oha, einfach gejumpt. Ist es gut? Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Grau ist wahrscheinlich das Schlechteste. Ich kenne mich nicht aus, wie gesagt. Wo kommt es? Oh, scheiße. Oh, und da habe ich dann gemerkt, dass dann doch schnell, ganz schön schnell die Zone kommt. Sturm kommt, fuck, run. Ich wollte gerade gar nicht sliden, aber ich wusste nicht, dass es geht, aber anscheinend. Ich muss rennen, ich kann es nicht mitnehmen. Scheiße, dieser Sturm. Run. Irgendwie geht es leiden. Steuerung, da bin ich runter schneller, glaube ich. Hoffentlich, glaube ich. Fuck. Achso, es gibt Falldamage. Scheiße, das Auge des Sturms. Nein. Junge, wie soll ich schnell laufen? Junge, was soll ich denn machen? Ich kann nicht schneller laufen. Junge, nein. Nein. Ja, das war dann anscheinend auch mal wieder komplett behindert von mir. Junge, wie soll ich denn da hinkommen? Ach, fuck, ich sterbe jetzt wirklich in der Zone. Das gibt's nicht, Mann. Ey, Leute. Ein Kill gemacht, aber ich sterbe tatsächlich in der Zone. Das gibt's einfach nicht. 26, 25 HP. Junge, wie weit ist diese scheiß Zone weg? Entspannt euch mal noch so auf richtig behindert, so, wie nennt man das, so Geschwindigkeitsding und epische Musik reingefügt, so auf komplett behindert. Das schaffe ich niemals. Leute, das war's für mich. Warum? Nein! Ich kann auch so niemand spielen oder so, ne? Komm schon! Ach, Platz 25, entspannt und an der Zone mal wieder verreckt. Komm schon. Fuck. Junge, wie close kann es denn sein? Mann. Ich kann jetzt bloß drüber lachen, aber... Ja. Oh, Junge, das war einfach nur komplett lost. Und ja, an der Stelle würde ich mal das heutige Video bzw. die heutige Reaction beenden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt dumm oder interessant oder sonst was war. Der, wo sich es angeguckt hat, wie gesagt, Dankeschön. Und wenn ihr wollt, dass ich öfter mal so eine Reaction mache, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben oder über ein Abo. Würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, jetzt würde ich mal sagen,
habt jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, haut rein und ciao, ciao.